Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Cruising the Balkans Event Video. Wir stehen hier immer noch in Sofia, in Bulgarien und schauen mal, wohin die Fahrt diesmal geht. Externer Frachtmarkt. Pleven, da waren wir schon. Bukarest waren wir. Nach Sofia brauchen wir nicht fahren, da sind wir. Galati. Nach Galati könnte es gehen. Was war das jetzt? 15.000. 25.80. Das könnte auch hier lang gehen. Oh je. Nach Hunedoara, aber ich glaube mir doch lieber die Gummibärchen nach Galati. Timisoara waren wir glaube ich schon, oder? Waren wir in Timisoara? Jetzt muss ich meine schlaue Liste aufmachen. Da waren wir schon. Das war die erste Fahrt. Hallo, scrollen, danke. Und das war's. Die Auswahl ist groß. Zwei Städte. Entweder die kürzere Strecke, die wahrscheinlich auch länger dauert. Also gut, die dauert eigentlich gleich lang. Dann würde ich sagen, fahren wir Gummibärchen von Subse in Sofia nach Lock and Stick Logistics in Galati in Rumänien. 575 Kilometer, 9 Stunden Abfahrt. So, Galati eingetragen. Wir haben ein bisschen Fahrt vor uns. Na gut, einmal den Kreisverkehr. Fertig zum Losfahren. Und dann können wir auch schon laden. Ist natürlich auch echt eine. Ja, dann fahr jetzt auch. Ich zwänge mich dann nicht raus. Rechts oder den Kreisverkehr nehmen können. Diesmal fahre ich den Kreisverkehr nicht mehr 110. Jetzt muss ich den Kreisverkehr rein 110. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Damit sind wir dann jetzt auch bei 13 von 15 nach dieser Aufgabe, beziehungsweise bei 28 von 30. Links abbiegen und dann links abbiegen. Dass da nichts kam. Biege nach links ab. Ich bin da gerade eben doch ein bisschen YOLO gefahren. Dann beschleunigen wir mal auf 70 und fahren die Gummibärchen abholen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Natürlich auch den Weg haben wir mittlerweile schon. Nimm die Ausfahrt rechts. Hier bin ich ja auch hingefahren mit 110. So, ja, links halten natürlich. Schon werden wir wieder in Ampel. War hier Ampel oder war hier Stoppdingsbums? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Oder hier war nix. Nimm die Ausfahrt rechts. Vorfahrt.
Und runter auf 50. Und runter auf 0. Da haben wir sogar einen DAF, den neuen Paint Shop nutzen kann. Wobei ich weiß nicht, es gab ja mittlerweile auch schon wieder Patches und Updates. Vielleicht geht das ja mittlerweile schon. Also Patches meine ich natürlich. Und ja gut, ne. Ich meine beides. Kann ich ja mal gleich kurz nachgucken, ob es mittlerweile schon gibt, weil. Es ist vorbei. Denn das kann natürlich sein. Ich habe mit Homni, oh Gott, da ja auch drüber gesprochen kurz. Wo müssen wir hin? Da. Okay. Interessant. Wo kommen die Gummibärchen her? Aus der Abzugsanhaube oder aus der Lüftung. Oder kommt da mit einem Gabelstapler? Haben wir Kurtenzeiler? Ja, haben Kurtenzeiler. Na ja, gut. Ist ja. Dann habe ich nichts gesagt. Dann lassen wir uns mal laden und ich schaue derweil mal nach. Beziehungsweise wir gucken einfach mal nach. Nope. Lass uns loslegen. Aber egal. Wie gesagt, ich springe in den Renault und fahre mit dem Renault die paar Fahrten. Mit dem neuen Paintjob. Da wollen wir mal die 600 Kilometer. Richtung Gandati fahren. Demnächst rechts ab. 21 Tonnen. Biege nach rechts ab. Und da geht's auch wieder direkt denselben Weg zurück. Den Kreisweg lang. Könnten das sogar in einem Rutsch schaffen. Je nachdem, wie lange wir jetzt aufgehalten werden an der Grenze und sonstiges. Und dann gehst du mal Richtung Pleven. So eine Nachtfahrt. Fahrt in die Nacht hinein. Aber schauen, wie weit wir das jetzt alles ausfahren können. Zeitlich könnte das echt knapp werden. Ich meine, wir haben 40 Minuten plus. Oder sind 40 Minuten plus, was unsere Ankunftszeit und so betrifft. Mache ich doch schon. Also es könnte auch mal eine enge Kiste werden. Wir versuchen es aber mal in einem Rutsch zu schaffen. Wäre ja blöd, wenn wir 5 Meter vorher schlafen müssen.
Aber mal schauen, wie sehr uns die Grenze dann einen Strich durch die Rechnung macht. Erstmal sowieso aus der Hauptstadt raus. Mit ihren 70. Und jetzt nochmal einiges an Weg durch Rumänien durch. Na gut, wir erst fahren nach Pleven und bei Ruse dann, okay. Wir werden sehr gut aufgehalten. Und dann geht es eigentlich über Schnellstraße oder so. Weiß ich nicht. Gen Nordosten. Aber Ruse ist natürlich echt belastend. Also da müssen wir auf alle Fälle schlafen. Das steht jetzt schon eigentlich fest. Wenn wir durch Ruse durchfahren, dann werden wir. Sind wir nicht bei. Ja. Haben wir nicht ein Plus von 40 Minuten, sondern ein Minus von 40. Das wird wieder sehr viel Zeit fressen. So, dürfen wir wahrscheinlich auch nicht beschleunigen. Immer noch nicht. Hier ist doch schon mittlerweile nichts mehr. Auf in die Berge, würde ich sagen. Jetzt haben wir Autobahn, dann müssen wir schnell schneller gehen. Ja. Hoch beschleunigen auf 90, so schnell der DAF es kann. Schön hier mit dem Wasser. Dann runter auf 70 wahrscheinlich. 50 sogar. Ich fahre immer runter auf 70. Ah, scheiß drauf. Hochbeschleunigung auf 90. Haben eh schon wieder genug Zeit verloren. Oh, schöne Gegend hier. Also Umfrage läuft noch. Aktuell noch die Umfrage zum Truck-Modell. Je nachdem, was dann die Umfrage ergibt. Das weiß ich ja gut, ne? Dann wird es halt nochmal zu dem Gewinner dann den Truck geben, den ich ja auswählen kann im Gebrauchtwagen, beim Gebrauchtwagenhändler. Dann könnt ihr da nochmal abstimmen und sagen, welchen ihr haben wollt. Das sind natürlich nur die alten Trucks, nicht die neuen. Aber ja. Kann ich dann beim nächsten Event dann ja nochmal machen, ohne Gebrauchtwagenhändler, sondern halt vom normalen Dealer. Er ist ja auch schon hoch. Schön mit dem See im Tal und im Dorf. Da auch dem Dorf. Eine Kurve. Und wir haben Aufliegerschaden. Und wir haben eine Vollbremsung. Wir haben einen Unfall. Es wirkt, als würde noch weiterfahren. Also würde jetzt die gleich noch weiterfahren, aber naja. Mein Gott. Er geht mir auf die Nüsse da vorne.
Ich fahre jetzt gar nicht mehr. Willst du nochmal nach hinten zurücksetzen, du Affe? Immer erst beleidigen müssen. Der ist einfach Vorfahrt gewähren. Fahre ich jetzt hier lang, es dauert mir zu lang. Einfehlen. Bitte, danke. Das war jetzt mal ein bisschen aggressiver. Die Fahrweise. Ja, war schließlich keine Zeit. Sehe ich das richtig? Okay, nicht ganz, aber ja, ich sehe es trotzdem richtig. Wir haben super viel Zeit verloren. Wir haben jetzt schon 10 Minuten verloren. So, weiter nach Ruße. Es geht nicht rechts rum nach Varna. Und so weiter, zumindest nicht für uns. Sondern langsam weiter. Ganz langsam weiter nach Kleven. Und natürlich durch das ein oder andere Dörfchen durch, wodurch wir nochmal deutlich langsamer werden, natürlich. Nicht deutlich schneller. Immer geradeaus. Aber dafür entdecken wir ein bisschen was. So viel dürfen wir auch, wenn ich. Demnächst rechts abbiegen. Und wieder ein bisschen schneller vorangehen. Biege nach rechts ab. Dann darf ich den DAF auf alle Fälle gleich nochmal reparieren. Nachdem wir die Gummibärchen abgeworfen haben. Für einen kurzen Abschnitt ist das schon Kleven. Also irgendwie sieht ja dieses Konstrukt schon, ja, es sticht im wahrsten Sinne des Wortes heraus. Aber das soll es wahrscheinlich auch. Denkmal für gefallene Soldaten, ich weiß es nicht. Würde mich nicht wundern. Denn der Patriotismus und auch das Gedenken gefallene Soldaten in Form von pompösen. Oh. Eine Talsperre? Eine natürliche? Nee, eine nicht natürliche. Ist der. In osteuropäischen Ländern stärker präsent als bei uns.
So, unter 50, wer du fährst. Am Kreisverkehr fährt der Ausfahrt nehmen. Kleben. Bitte rechts halten. Bitte rechts halten, natürlich. Nimm diese Ausfahrt. Allerdings ist erstmal Richtung Russe. Immer geradeaus. Zeitlich schaffen wir es nicht. Glaube ich zumindest nicht, dass wir es wirklich schaffen würden. Kann natürlich sein, wenn wir noch einen 10 Minuten Puffer haben. Also wie gesagt, wenn wir wieder so eine enge Fahrt wie auch damals nach. War das Pleven? Ja, das war nach Ruse. Genauso eng wird es wieder wie würde es werden wie nach Ruse. Wo wir dann ja auch die Zeit verloren haben. Das war das Rennen gegen die Zeit. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Auch wieder schön mit den doppelseitigen Ampelanlagen. Ich blinke mal nicht, weil dann denkt die KI, dann lässt er ihn wieder vor. Und bleibt da stehen. Im Normalfall ist es ja eigentlich nicht so. Das ist ja eher Linksabbieger zuletzt. Es sei denn, sie haben eine besondere Ampel. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Dann muss ich vielleicht nochmal hier anfangen, die Videos bearbeiten zu rendern. Dann sind wir damit durch. Dann kann ich die wahrscheinlich sogar schon hochladen heute. Nacht, heute früh, ja doch. Sollten dann hochladbar sein auch. Bevor ich dann pennen gehe. Dann muss ich dann morgen richtig mehr. Kann mich dann morgen voll drauf konzentrieren. Die restlichen Videos von den jeweiligen Events im Balkan und in Kansas zu fahren. Stimmt. Und jetzt mal kurz gucken, was so unsere Strecken ist. Okay, 1100 Kilometer Maximum, nicht 2500. Und das nächste, was wir dann auch sowieso freischalten, ist gar nicht bis 1500, sondern ist halt eine weitere ADR-Klasse.
Fahrbahn verengt sich wahrscheinlich auf unserer Seite, deswegen scheren wir schon mal rüber. Und dann geht's auf Richtung Grenze. Ich versuche nochmal mit dem Trailer halt auch, selbst wenn ich dann irgendwie zumindest. Ne, muss nicht zwingend komplett in den Balkanstaaten sein, sowohl im Westbalkan auch, als auch im, keine Ahnung, was wäre da sonst, Normalbalkan, Mittelbalkan, Ostbalkan, also quasi vom Road to the Black Sea DLC, muss nicht zwingend jetzt von dort nach dort sein oder in dem Bezirk, reicht mir dann auch, wenn es, was weiß ich, blödes Beispiel, weil wenn ich die, weil ich auf dem Profil hier nicht die maximale Strecke habe, aber wenn es, weiß was ich, von Istanbul nach Dublin gehen würde und danach von Dublin nach Sofia oder Bukarest oder whatever, das wäre in Ordnung. Dasselbe gilt auch für Kansas. Nur das wird in Kansas, glaube ich, schon auf Fernfahrten Maximum sind. Sind wir schon Russe? Tatsache, wir sind schon in der Ausläufern von Russen. Ja genau, 295.000 haben wir. Mal schauen, ob ich damit eine Werkstatt hole. Ich meine, ich kann ja schon dann in dem Moment dann kalkulieren, wie viel Geld ich brauche für einen gebrauchten LKW. Also, dann nehme ich den gebrauchten LKW plus, weiß ich nicht, wie viel bräuchte ich denn für ein Upgrade. Kann ich ja spielerisch schon mal, kann ich ja schon mal gucken, wie viel ich circa brauchen könnte fürs Upgrade. Und wenn dann auch Geld übrig ist für eine Garage, dann kann ich mir eine Garage hier im, nicht hier, direkt hier, aber im Westbalkan DLC holen. Wieder den Moment verpasst, wo ich schneller fahren kann als 50. Und wieder eine große Brücke, eine hohe Brücke. Davor waren wir da unten. Auch interessant. Die unterschiedlichen Höhenmetern der Hin- und Rückstrecke so gesehen. Schon mal bei Tag begonnen, es wird Nacht. So, wir sind bei 35 Minuten. Puffer. Bis geschlafen werden muss. Wir haben irgendwie ein bisschen Zeit wieder gut gemacht, glaube ich. Oder Zeit gehalten, je nachdem. Aber wir sind jetzt auch gleich bei der Grenze. Kann ich ja bei der Grenze nochmal, wo wir das Grenzgelände betreten, nochmal kurz gucken. Bei wie vielen Minuten wir exakt sind. Und dann schauen wir mal, wie es denn aussieht, wenn wir auf der anderen Seite sind.
mal runter auf 30. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Das war so klar. Ich wollte es noch sagen, aber ich wollte es nicht jinxen. Nimm diese Ausfahrt. Was? Okay, parken wir alles noch. So, gucken wir mal kurz. Wir sind genau bei 38 Minuten Puffer. Und jetzt kommt die Grenze. Wobei kann natürlich auch sein, dass wir schneller sind. Allerdings glaube ich, dass hier 5 Kilometer pro Stunde nicht berechnet werden. Wir werden sehen, wenn wir auf der anderen Seite sind und dann dort die Grenzkontrolle durchhaben. Die rumänische Grenzkontrolle. Dann müssen wir rechts. Tempomat rein. Bleibt mal bei den 30, auch wenn wir eigentlich 40 dürften, aber die KI fährt ja auch langsamer als 30. Was nur minimal belastend ist. Es wäre nett, wenn die KI ein bisschen schneller fahren würde, dann wirklich die 40. Aber nein. Dabei fahren sie jetzt doch 31,5. Sehen so 31,5 aus. Das Problem ist wahrscheinlich zeitlich für die Route, wird hier gerade wahrscheinlich 40 berechnet. Schätze ich mal, könnte ich mir vorstellen. Und für uns für den Zug entlang. So, jetzt auf achten, wie die KI weiter vor uns bremst. Damit ich weiß, wie der Kollege direkt vor uns bremst. Ja, okay, ich muss eh bremsen, weil der Retarder natürlich erst später greift. Und die KI einfacher schafft, Strich 30 zu fahren. Ich glaube, es wirkt zumindest so. Ich muss auf die Waage wahrscheinlich. Gesamtgewicht von 36 Tonnen. Was wollte ich sagen? Achso, ja, ich glaube nicht wirklich, dass es so einen starken Impact jetzt hat. Ich glaube, Türkei wäre schlimmer gewesen jetzt. Aber noch so will ich runter. Haben wir ein paar Schranken zu durchfahren. Bei
bin und 30 Minuten. Also haben wir eigentlich nicht wirklich viel verloren. Das ist ja schon mal schön. Nimm diese Ausfahrt. Dann schaffen wir es auch in einem Rutsch. Was umso besser ist. Biege nach links ab. Da bin ich gesehen. Das ist ja echt das reinste Wreckfest hier, ne? Haben wir Schaden auf der Fracht? Zum Glück nicht. 10%. Biege nach rechts ab. Dann die restlichen knapp 270 Kilometer. Okay, sind wir jetzt vor 70 Kilometer, aber die restlichen 270 Kilometer jetzt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Durch Rumänien durch. Nimm diese Ausfahrt. Wenn ich schon die Rennlinie durch den Kreisverkehr fahre, kann ich auch mit 50 durchfahren. Dürfen auch hier auf Landstraßen ein bisschen schneller fahren. Oh, es ist eher vielleicht so eine Schnellstraße, kann natürlich auch sein. Aber es ist eh nur ein kurzer Abschnitt. Können wir hier pennen? Who knows? Wahrscheinlich nicht. Rechts halten und dann rechts. Ansonsten wäre es, glaube ich, auch trotz der Geschwindigkeit aufgeploppt. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Nach rechts ab. Oh Gott. Jetzt aber. Geht's Richtung. Okay, ja, denselben Weg, den sind wir schon mal gefahren. Aber nicht ganz denselben. Nach Bukarest geht's dann nordöstlich, den Weg sind wir noch nicht gefahren. Ist ja auch wild, hier mit 80 durchzufahren. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen? Ist wahrscheinlich wieder so ein. Ja. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. So ein Ding. Immer geradeaus, immer schön die Kurven mitnehmen. Bisschen Matsch gewesen vielleicht. Bitte links halten.
ist jetzt da vorne gleich wieder den Weg, den wir bisher noch nicht gefahren sind, nach Nordosten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, nicht ganz so einfach hier. Die Auffahrt. Das sind ja auch echt schon demnächst rechts ab. Sehr wilde Auffahrten hier in Rumänien. Biege nach rechts ab. Und Galati ist ausgeschildert. Täuscht doch nicht an. Auf 180 Kilometer auf neuen Wegen durchs Land von Rumänien. Ja, ich merke schon, dass so gut wie nichts trinken heute, weil keine Zeit dafür. Halt wirklich keine Zeit dafür. Im Grunde genommen sah mein Arbeitstag, mein Tag sah bisher eigentlich so aus. Ich bin aufgestanden, hab was gegessen, musste dann direkt los. Hab dann quasi beim Essen dann noch das gestrige ATS-Video hochgeladen und geplant. Hab danach währenddessen das ETS-2-Video angefangen zu bearbeiten. Dann hatte ich eine 3-Stunden-Schicht, dann war ich zu Hause, dann habe ich Zeit verschwendet auf der Toilette. Dann habe ich was gegessen. Den Rest des Videos bearbeitet. Es ins Rennen geschickt. Da war ich dann und dann muss ich wieder los. Dann hatte ich eine 5-Stunden-Schicht. Und 350. Dann war ich um 9 Uhr zu Hause. Hab was gegessen und hab dann eigentlich direkt angefangen, ATS aufzunehmen. Nach dem Essen. Ach, wieder hoch. Eine so schnell durch, das bekommt man gar nicht mit. Ja, den werde ich den Tag zum Morgen dann nutzen. Um die Energie zu tanken, die ich benötige. Für die vielen Aufnahmen morgen. Weiter gen Norden. Woanders geht es sowieso nicht lang. Nach Galati. Nimm diese Ausfahrt. Die sortieren sich schon links ein. Die wissen schon, was abgeht. Wir sind trotzdem. Oh, bitte. Wehe. Danke. Hoch auf 80. Wahrscheinlich überholen wir jetzt in der Linksfährt auch noch quasi mit, weil wir schneller sind als der. Und der will rechts rüber. Ich nehme alles zurück.
Das ist halt alles die Landstraße. Okay, never mind. Ah, wobei. Doch, von der 2 geht's auf der 2a. Dann sind wir schon fast da. Und ich kann auch vielleicht dann noch das, was ich bisher bezeichnet habe als Intro. Aber ich glaube, ich werde das sogar als einzelnes Video dann rausbringen. Biege nach rechts ab. Und nicht als Intro für jedes einzelne Video, weil fürs Intro ist es einfach. Es wäre schon nice. So ein nices Ding. Wäre vielleicht auch ein nices Ding so als Intro für die Streams, wenn ich es streamen würde. Wäre dann so ein Ding fürs nächste Jahr. Aber ich glaube, ich mache es dann als einzelnes Video. Weil es einfach zu lang ist, wie gesagt. Also das kürzeste wäre halt 2 Minuten und das so als Intro vor einer Fahrt wäre halt schon too much. Ich glaube, ich pinne dann das Video einfach so als Markierung mal an und pack's in die Beschreibung für das Event. Ich habe Scheibenwischer angemacht, es passiert nichts. Aha, er ist also doch automatisch möglich, scheinbar. Gut, genau, zumindest bei diesem Truck. ...1:13, bis wir da sind, Okay, wir haben echt Zeit verloren, massig Zeit verloren. Holy shit. Einfach nur so ein Plus von 5 Minuten. Wo haben wir die Zeit denn verloren? Warum sollte es auch ohne weiteren Unfall enden? Boah, ich würde sagen 16.000, 17.000 sind weg. Wir sind auch schon fast da. Ist wahrscheinlich nur außerhalb, ne? Gut genug, dass es außerhalb ist von Galatas. Von Galati. Erster Aufenthalt in Galati, Balkan Explorer 16 von 30.
Da habe ich auch viel Zeit verloren durch dieses ständige Hin und Her von 80 auf 50, hoch auf 80. Was ja bei dem DAF lange dauert. Immer geradeaus. Das hat viel Zeit gekostet. Schon mal vorsichtshalber schon mal rechts. Es wirkt nicht wie ein Kreisverkehr da hinten. Schärfer als angenommen. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Wo da ist die Frage, wo diese Werkstatt ist, ne? Die wird wahrscheinlich weiter weg sein, also ja, ich glaube, das wird ein Fall von Werkstatt nachher in der nächsten Folge, weil die Werkstatt einfach zu weit weg sein wird, falls es eine Werkstatt gibt in Galati, aber ich denke mal schon. Geradeaus. Ich fahre jetzt einfach mal gerade bewusst mit die 50, obwohl es 40 sind, die mir erlaubt sind. Ein kleines Zipfchen. Am Kreisverkehr rausholen. Der Ausfahrt nehmen. Diese Ausfahrt. Okay, was haben wir hier? Sind wir auf dem... Nee. Zum T-Kreuzung. Ich meine, hätte auch jetzt mittlerweile im Firmengelände sein können, aber... Da, also. Demnächst links abbiegen. Oh, das ist umgekehrt. Nee, muss ja so sein, oder? Ja. Biege nach links ab. Natürlich eine Ampel, aber trotzdem schön. Mit Straßenbahn. Beziehungsweise den Straßenbahngleisen. Weißt du, bist bei 0 von 0, aber demnächst rechts abbiegen. Durchbeißen geht nicht anders. Nochmal den Weg zurückbeißen. Dann links abbiegen. Biege nach links ab. Deswegen fahre ich auch gerade so schnell. Hier
eine angehende Abladestelle für die Ermüdung. Dann laden wir mal die Gummibärchen ab. Ausgezeichnete Gummibärchen von Sophia nach Galati geliefert. Gefahrenstrecke 613 Kilometer, Dauer eine Stunde. Ich glaube, dürfte aber wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, vielleicht so 50 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 254 Liter, das war der 171. erledigte ETS-2 World of Trucks Auftrag. 17.000 gab es dafür, knapp 800 Erfahrungspunkte, gar nicht mal so wenig. Dann gucken wir mal kurz. Ob es hier eine Werkstatt gibt, wahrscheinlich nicht. Es gibt keine Werkstatt. Interessant, aber es gibt eine Möglichkeit zu schlafen. Und da wollen wir jetzt eben hin. Das 24 Kilometer noch. In der Hoffnung, dass kein Unfall gebaut wird. Auf geht's. Im Sinne von Sekundenschlaf. Wir können schließlich auf dem Hof schlafen. Biege nach rechts ab. Ich bekomme dein Schlag dann nochmal mehr Prozente als nur die 16. Biege nach links ab. Hoffen wir es mal nicht. Aber da steckt man ja nicht drin, ne? Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wild. Ich wollte doch nur tanken. Und hab dann vergessen, dass ich bremsen muss. Oder sowas in der Art. Oh, spannendes Konstrukt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ich bin auf dem Weg dahin. 7 Minuten noch. Vielleicht sogar weniger, je nachdem wie uns die KI jetzt da vorne ausbremst. Haben wir es. Biege nach rechts ab. Achso, noch nicht hier, sondern hier. Ich glaube hier. Ja. Interessant. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Legen wir es mal direkt hier hin. Schalten den Motor aus. Ja, ich weiß. Damit bedanke ich mich jetzt mal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehe ich euch hoffentlich im nächsten Euro Truck Simulator 2 Cruising the Balkans Event Video wieder. Mach's gut.
Tschüss.